Mit der Version 25 haben wir in der Kalkulation unter anderem auch den GAP-Export und den GAP-Import komplett neu implementiert. Hierbei stehen sowohl neue GAP-Varianten in verschiedenen Ausführungen zur Verfügung, als auch eine relativ umfangreiche funktionelle Erweiterung. Bitte Achtung, diese könnte bei Ihnen unter Umständen dazu führen, dass wenn Sie jetzt nach langer Zeit das erste Mal wieder einen GAP-Export machen, Sie eventuell mit einer Fehlermeldung konfrontiert werden. Ich habe mal von einem Kunden mir diese schicken lassen. Und zwar, wir schauen uns diesen Dialog für das Editieren der Ausschreibungsdaten gleich noch gemeinsam an. Genau bei dieser Editierung könnte es sein, dass es eine Meldung gibt, die heißt, Achtung, es gibt doppelte Positionsnummern dieser Kalkulation, bitte bereinigen Sie diese, da die Ausgabe auf Basis von Positionsnummern falsch werden könnte und. Ne? Bitte ändern Sie das auch in der Masterkalkulation und bei Ja zeigt er Ihnen die Positionen an. Das heißt also, falls es bei Ihnen so sein sollte, dass Sie ein und die gleiche Positionsnummer mehrfach in der Kalkulation haben, dann wird dies jetzt automatisch geprüft, sobald ein GAP-Export passiert. Ähnliche Konstellation auch beim Import, auch dort würden entsprechende Fehlermeldungen kommen. Dort gibt es natürlich dann die Möglichkeit, das im Handling zu ändern. Wichtig ist nur doch, wenn Sie eben einen Export machen wollen, Sie müssen erstmal diese Nummerngleichheiten bereinigen, da sonst im aufnehmenden System, für das Sie den GAP-Export erstellen, eben zu Problemen kommen könnte. Dort haben sich halt mit den neuen Varianten, mit den Aktualisierungen auch der GAP-Anforderungen ein paar Sachen geändert. Deswegen haben wir das Ganze entsprechend eingebaut. Wenn es so sein sollte, dass bei Ihnen eben diese Meldung kommt, lassen Sie sich, wie gesagt, einmal die betroffenen Positionen ausgeben. Und das, was Sie dann bitte tun, auf jeden Fall in der Mastercalc, wenn Sie jetzt natürlich Anführungszeichen das GAP-Angebot schnell abgeben müssen, auch im Projekt, Sie würden dann entsprechend einmal auf das Register Berechnung auf Positionen bearbeiten gehen und würden auf der Positionsebene dort, wo eben diese Nummern gleich sind, wie gesagt, das kriegen Sie ausgegeben, diese entsprechend einmal ändern, na, sodass das Positionsnummernset eindeutig ist und dann ist alles entsprechend gut. Wichtig ist eins, wenn Sie ein Projekt haben, ich habe jetzt hier als Beispiel mal von dem lieben Anwender hier eine Kindergartenvariante genommen, wo eben das Ganze als GAP-Angebot abgegeben werden soll. Logischerweise zwei Varianten, entweder normale VI-Planung, normal kalkulieren und dann geben Sie den Teil der Ausschreibung, den Sie jetzt als Angebot abgeben wollen, einfach als GAP-Angebot raus. Zweite Variante, Sie haben die Angebotsaufforderung schon eingelesen, haben die in VI-Kalk kalkuliert und geben jetzt das Angebot nach außen, vorgehensweise in dem Falle immer identisch. Wir dürfen einmal auf den Bereich Daten in der Kalkulation gehen, einmal auf Export und dann finden wir im Bereich Projekte exportieren, die entsprechende GAP-Ausgabe. Wenn Sie diese auswählen, können Sie als allererstes eben definieren, welche Gewerke sollen übergeben werden. Ich mache einfach mal eins, ich sage alle. So, als nächstes kommt der Dialog, den kennen Sie, Editieren der Ausschreibungsdaten. Das heißt also, wenn wir jetzt hier die Gewerkeliste aufmachen, dann haben wir auch, wenn wir gerade im Dialog gesagt haben, er soll uns alles exportieren, wir sind ja im Prinzip an der Stelle in dem konkreten Projekt des Kindergartens, den ich Ihnen gerade kurz gezeigt habe. Das heißt also, wir sehen jetzt beim Editieren der Ausschreibungsdaten natürlich eben nur die Gewerke mit den Gruppen und den Positionen, die entsprechend jetzt hier für die Kalkulation auch eine Auswirkung haben, das heißt also konkrete Mengen haben. Und dann wären Sie eben in der Lage, auf dieser Metaebene die Ausschreibungsdaten nochmal zu editieren. Das heißt also, Langtexte, Kurztexte könnten auch auf der Ebene, wenn Sie wollten, eben entsprechend nochmal in die Preise und in die Mengen eingreifen. Wenn, wie gesagt, die Überarbeitungsmöglichkeit ist vorhanden, wenn es nicht benötigt wird, alles gut, Sie sagen schließen bzw. beenden die Bearbeitung und dann kommt der entsprechende GAP-Export-Dialog. Ich mache das Ganze mal auf.